müssen jetzt das Urteil vollstrecken, das wir später vorgesehen waren. Gut, dass wir Upgrades für unsere Waffen am Start haben. Alter, es ist so laut, ich kann gar nichts mehr hören, richtig. Moin, sind herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. In der Kampagne haben wir gerade eine Rettungsexpedition am Start. Die läuft hier gerade noch. Und wir haben auch noch Geiseln befreit beim letzten Mal aus der Hand der Pyrophorier, die wir jetzt zurückgeben an die Isabel. Und ja, das läuft jetzt hier so nebenbei weiter. Schon wieder das Minenfeld. Okay. Wir können uns durchnavigieren. Da haben wir jetzt sogar eine Erfolgschance von 20% wegen dem Piraten. Machen wir das mal. Was zunächst wie eine Spazierfahrt aussah, ist nun ein riskantes Unterfangen. Zwischen dem Schiff und der Freiheit steht ein dichtes Minenfeld. Wir können eine Vorrichtung improvisieren, um den Weg frei zu machen, erklärt der Offizier. Entweder das oder wir versuchen einfach, uns hindurch zu lavieren. Eine Vorrichtung bauen. Navigation. Was war das für ein Geräusch, schreit der Steuermann. Doch zum Glück war das metallische Kratzen. Okay, hat alles funktioniert. Wir haben das Minenfeld durchquert. Alles gut. Also fahren wir einfach weiter. Haben wir nur 4% Moral eingebüßt. Alles gut. Erste Hürde genommen. Also nicht Ehre genommen, sondern Hürde genommen. Und wir haben hier volle Lager. Ich mache mal hier eine Aufrüstung vom Lager. Dann können wir hier nämlich wieder mehr einlagern von dem Zeug, von dem Ganzen. Genau. Wunderschön, wunderprächtig. Wie sieht es jetzt hier eigentlich aus, so mit den Menschen? Ich bin unvollendet. Ich bin unvollendet, sagt er. Können wir hier eigentlich noch was an den Start schaffen? Irgendwas, was nützlich ist? Ein Theater, ein Varieté zum Beispiel. Das können wir mal bauen. Hm. Warte mal, da reiße ich mal hier die... Obwohl, warte mal. Wir reißen mal noch keine Bauernhäuser ab. Wir bauen das Varieté neben dem Zoo. Würde ich vorschlagen. Hier so ans untere Ende. Genau. Sehr gut. Das ist hier in der Reichweite von den Handwerkern dann auch. Und die fühlen sich jetzt noch ein Ticken wohler, oder? Genau. Dann geht's denen nämlich besser. Und dann machen die nicht so schnell einen Aufstand. Was? Hä? Ach so, diese... Die wollten unsere Schoner angreifen hier. Die kleinen Schweinchen. Aber warte mal, dann können wir da mit dem Flaggschiff gleich mal die Sachen da aufsammeln, die da jetzt rausgekommen sind. Treibgut. Hoffentlich kommt das Schiff rechtzeitig. Genau, sammelt mal das Treibgut ein. Und wir gehen mal zur neuen Welt zurück. Genau, liefern Sie Flotte erwartet Befehle. Die Geiseln an den Leuchtturm. Haben wir das nicht schon gemacht jetzt? Hier ist doch der Leuchtturm. Flotte legt ab. Alles klar. Zuerst dachte ich, du wärst ein Spion. Wir bleiben alle zusammen. Sehr gut. Das ist unsere einzige Chance, um zu überleben. Wow! Pyrophorische Schiffe nähern sich. Ich stand ihnen nie von Angesicht. Alter, was? Mein Herz kommt bis zum Hals. Zerstört sie schnell! Alter Verwalter! Isabel hat wohl vergessen, welche Strafe auf Ungehorsam steht. Gut, dass wir zwei Fregatten hier haben. Wir müssen jetzt das Urteil vollstrecken, das wir später vorgesehen waren. Gut, dass wir Upgrades für unsere Waffen am Start haben. Alter, es ist so laut, ich kann gar nichts mehr hören, richtig. Ja, Errungenschaft! Sondereinsatz! Halt, 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 da ist Treibgut! Holt es euch! Holt es euch! Die Zukunft der Bewegung ist gesichert. Jawohl! Das haben wir dir allein zu verdanken. Nice! Wir haben's. Weshalb zeigt uns Isabel nicht endlich den Vertrag zum Prosperity-Verkauf? Da stimmt etwas nicht. Kann ich das nicht aufnehmen? Ihre Majestät fordert Prosperity. Hallo, wo fahrt ihr denn hin? Bedingungslos zurück. Ihr sollt das aufsammeln. Mann. Der Vertrag. Er ist fort. Jetzt. Die Pyrphorier müssen ihn während des Angriffs gestohlen haben. Wie konnte ich ihnen nur so auf den Leim gehen?
Okay, Kanonen und Mörser haben wir bekommen. Was macht das? 200 Schaden, nicht schlecht. Flotte erwartet Befehle. Fahren wir mal zurück zum Hafen. Ah, schon wieder eine Expedition. Oh Gott, wir müssen uns mal hier drum kümmern. Mal schnell. Haben wir jetzt das aufgesammelt hier, was hier jetzt da rauskam? Ach, der Eskortierungsauftrag ist hier. In der neuen Welt. Jetzt checke ich das von hier, unserem Typen hier, unserem Hansel. Warte mal, dann müssen wir eigentlich unsere Schiffe da runterschicken. Zu ihm. Ein Feuer ist ausgebrochen. Oh Gott. Schicke ich jetzt meine Schiffe dahin. Vielleicht können wir den Auftrag noch erledigen, aber ich glaube, das wird von der Zeit her nichts mehr. Wir fahren ja gerade mal, also wir müssen ja auch ein paar Minuten dahin fahren. Und da ist auch direkt die Pirateninsel daneben. Alle stehen bereit. Ja, ja, ist ja gut. Da draußen sind wilde Bestien. Wilde Bestien, Städte aus Gold. Abblätternde Farbe und goldene Tinte. Diese Karte könnte sie nach Eldorado führen. Eifrig wispern die Seeleute und träumen vom Reichtum. Die Karte ist die vielversprechendste Spur zur prächtigen goldenen Stadt, die sie je gesehen haben. Die Karte ist kein Einzelstück. Mehrere Expeditionsmannschaften sind ihr bereits gefolgt, doch jede dieser Reisen endete verhängnisvoll. Kann ihre Mannschaft sich gegen die Herausforderung auf der Karte der Maya behaupten? Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee, oder? Auf der Suche nach Eldorado sind viele gestorben. Der Karte ohne Hilfe folgen. Ja, nee, warte, ich probier's mal. Die Seeleute folgen der Karte der Maya durch das Labyrinth des Dschungels. Die Spuren der zahlreichen Entdecker, die vor ihnen hier waren, machen die Umgebung schwer erkennbar, doch ihre Mannschaft ist sehr erfahren. Im Kartenlesen entdeckt die wenigen Anhaltspunkte, die ihre Vorher unbeschädigt gelassen haben. Hier zwei verschlungene Bäume, die auch auf der Karte abgebildet sind, dort ein majestätischer Wasserfall. Als sie sich letzterem nähern, sehen sie den großen, verzierten Felsen, der den Wasserfall in der Mitte teilt und darunter die gähnende Öffnung einer Höhle. Okay, bleibt uns ja nichts anderes, machen wir das. Ein Durchgang! Die Mannschaft untersucht die Höhlenwände und lässt sich nicht vom Wasser täuschen, das daraufhin hinabfließt. Sie greifen durch den flüssigen Vorhang und fühlen keine Wand dahinter. Der Wasserschleier versteckt einen Ausgang. Vollkommen durchnässt treten sie auf der anderen Seite hervor. Ein kalter Wind drückt ihre nasse Kleidung an ihre Haut. Der Wind kommt aus mehreren Tunneln vor ihnen. Die Karte der Maya zeigt den richtigen Weg an, jedoch ist dieser in Wahrheit eingestürzt und voller Geröll. Ein Gerüst bauen, um die Trümmer... Okay, das können wir nicht so richtig. Navigation, machen wir mal Navigation. Vorwärts gehen ist leicht, den Rückweg zu finden nicht. Die Mannschaft ist sich nicht sicher, ob sie in einen der anderen Tunnel folgen sollte und schickt die zwei Kundschafter in die Gänge ohne die Karte der Maya und unfähig, sich in den unterirdischen Labyrinth zu orientieren, verirren sich die Seeleute in einem unergründlichen Tiefen. Diejenigen, die den Weg zurück jedoch finden, werden fortan von Klaustrophobie geplagt, während jene, die auf Schätze gestoßen sind, dafür mit ewiger Gefangenschaft bezahlen. Okay. Ja, hätte schlimmer sein können, glaube ich. Hätte schlimmer enden können. Schließen Sie die Expedition der Vertrag ab. Oh Gott. Hi. Wo sind jetzt unsere Schiffe? Wo ist jetzt der Eskortauftrag? Da unten. Ach komm, wir fahren wieder zurück. Ich lasse die Aufgabe hier auslaufen. Laufen Koordinaten an. Wo muss ich hin? Der Vertrag. Ach, das ist eine Expedition. Okay. Dann müssen wir da gleich mal ein Schiff flott machen dafür. Vielleicht sollte ich meine Schiffe vorher erstmal nochmal reparieren lassen. Hallo, ihr sollt da hinfahren. Hört auf. Sie gehören eher zu den unteren 10.000. Ja, ja. Ich glaube, er ist gerade ein bisschen sauer. Das war's. Er ist, glaube ich, gerade ein bisschen sauer, dass wir seinen Auftrag nicht gemacht haben. Ich habe das total verdengelt irgendwie, keine Ahnung. Zu viel Multitasking. Ich sollte nicht solche NPC-Aufträge annehmen, wenn ich eh schon mit der Kampagne und mit allem anderen und mit dem Aufbau so beschäftigt bin. Das geht nur nach hinten los. Weil ich es dann im Zweifel verchecke. Das ist aber schon ganz schön multitaskig hier gerade. Warte mal, das ist doch hier bestimmt wieder eine leichte Aufgabe, oder? Von den Bürgern. Ein Opfer meiner eigenen Zufriedenheit. Finden und holen Sie Maria. Ich fürchte, ich werde noch anspruchsvoll. Wo ist Maria? Mal lesen. Maria ist eine glühende Kirchgängerin und Musikliebhaberin, die den
von Trippkindern das Singen beibringt. Allerdings braucht ihr Vater sie gerade in der Werkstatt. Okay, also ein Kind finden. Ein Kind, das in der Kirche singt. Da. Möge es Sternenstaub auf sie hinabregnen. Aber hallo. Was ist das allgemein? Ach, es geht immer zu schnell weg. Muss ich wieder hier gucken. Alleinunterhalter Reklametafel. Fürs Rathaus. Unterhaltskosten plus 5. Attraktivität plus 5. Ich sehe schon, die Sachen, die man ins Rathaus packt, haben immer auch einen kleinen Malus. Und dann aber auch wieder einen Vorteil, den man sich irgendwie erkaufen muss. Alles klar. So, jetzt nochmal die neue Welt. Wie sieht's hier aus? Neue Ziele. Wo ist denn mein anderes Schiff schon wieder? Das ist schon wieder angehalten. Warum hält denn das immer an? Fahr doch mal dahin, wo ich dir sage, wo du der hinfahren Teufel sollst. Fordert seinen Tribut. Schon wieder? Piratenflagge. Ein Piratenschiff. Die Mannschaft hatte geglaubt, es gäbe schon lange keine Piraten mehr, doch dieser Anblick belehrt sie eines Besseren. Eine verschlissene schwarze Flagge mit dem Totenkopfsymbol flattert am Mast des wettergegerbten Schiffes, das auf sie zusteuert. Geisterhafte Umrisse von ausgemergelten Männern drängen sich gierig nach neuer Beute an der Reling. Anker werfen, um beizudrehen. Ja genau, wie in Sea of Thieves machen wir das jetzt. Diese Schurken werden schon sehen, was echte Seeleute drauf haben. Um ihr taktisches Geschick zu demonstrieren, wirft die Mannschaft den Steuerbordanker. Das schwere Kreuz taucht ins Meer ein, findet einen stabilen Vorsprung und lenkt den Kurs des Schiffes um. Das Schiff macht einen Ruck und treibt zur Seite, Auge in Auge mit den Piraten. Kanonen abfeuern! Triumph! Ja, TNT-Bombe. Zerstört ihr Schiff? Selbstzerstörung. Ein letzter Blick. Okay. Will ich das wirklich? Ich nehme es mal mit. Weiter segeln. Sieh an, der Idiot ist zurück. Oh, ich habe sie für den Fotografen gehalten. Kleines Schweinchen, du. Ich weiß schon genau, wo hier der so Wind was weht. Ich auch immer am liebsten. Genau, investieren sie jetzt. Ich denke, die Leute werden... War das jetzt schon Zensur? Haha! Politur. Wer kann es schon sagen? Du solltest noch einen Besucherkai bauen, damit die Touristen in die Stadt kommen. Lotte bereit. Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir hier die Mission machen. Die einfachen Leute glauben alles, was gedruckt wird. Wir nehmen jetzt mal den Pfeffersack wieder. Sie haben an Einfluss gewonnen. Dann nehme ich jetzt das Fischzeugs wieder mit. Also Expedition, das ist der Vertrag. Es ist kein Regen, solange dein Kopf nicht davon blutet. Pfeffersack. Redegabe. Okay, Redegabe brauchen wir. Was kann ich denn da benutzen für ein Item? Wahrscheinlich Rum, oder? Heilkunst. Nee, Rum ist Heilkunst. Was erhöht denn die Redegabe? Die ganzen Alkoholiker, die wir hier nicht haben. Shit. Oder doch, war da Fischöl? Nee, Heilkunst. Zusätzliche Rationen. Ein Feuer ist ausgebrochen. Tja, warte mal, dann Sekunde. Machen wir das jetzt? Wir brauchen die Bonus-Items. Ich lasse das Schiff hier mal zurückfahren zur alten Welt. Den Pfeffersack. Und dann rüsten wir das mal da aus für die Expedition. Und das Schiff behalten wir hier. Als Verteidigung. Den Pfeffersack 2 lassen wir hier. Weil so gefällt mir das sonst nicht. Irgendwie. Okay. Was war jetzt noch wichtig? Explosion in Köhlerei. Oh Gott. Ah, wir müssen die Köhlerei wieder neu aufbauen. Genau. Sie haben einen Einflussbonus verdient, das ist gut. Und genau, jetzt soll ich einen Besucherkai bauen. Moment, wo mache ich denn das? Besucherkai, hier. Der Kai, der ist im Besucher. Was? Admiral. Ja, 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 ist ja gut. Warte doch mal. Atme mal ganz tief durch, Captain, jetzt, ja? Ist viel zu panisch. Genau so machen wir das jetzt nämlich. Direkt vorm Theater bauen wir den Besucherkai. Wunderschön. Ditchwater. Ditchil. Die Angst hat uns Und nicht schon wieder diese Aufgabe mit dem Geisterschiff.
Nach Wochen großer Hitze sind die Trinkwasservorräte geschrumpft. So erscheint es fast wie ein kleines Wunder, als ein Schiff am Horizont erscheint. Ja, das ist wieder das heidnische Aberglaube, das Schiff entern. Das wird doch wieder schief gehen. Oder weiterfahren in der Hoffnung, bald eine Insel mit Trinkwasser zu finden. Ich mach mal das. Dann verlieren sie zwar ein bisschen, aber ich glaube, das mit dem Piraten, mit dem Geisterschiff ist sonst ein bisschen gefährlich. Das ist beim letzten Mal auch schief gegangen. Das überspringen wir einfach. Ist zwar auch nicht unbedingt ideal, aber naja, immerhin. So, und der Besucherkai. Der Besucherkai führt jetzt dazu, dass ich Touristen habe quasi. Dass da jetzt Touristen kommen. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Kaffee ist noch nicht am Start. Nee, Kaffee habe ich noch nicht. Habe ich noch keine Zeit für gehabt. Ich muss so viel machen hier. Kaffee haben wir noch nicht, nee. Da wäre die nächste Frage. Ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Habe ich eigentlich schon ein Rathaus? Ja, warte mal. Wo ist denn das Rathaus eigentlich? Die Waffenruhe wurde beendet. Wo ist denn das? Kann man... Schiff unter Beschuss. Ach, nicht schon wieder. Wer denn? Wo denn? Warum denn? Ihre Geister werden dir folgen. Idioten! Oh, das ist ja mein Flaggschiff. Volltreffer. Warte mal. Stopp! Hä? Was ist das? Riesiger Geldbeutel haben wir. Halt, halt, warte doch mal. Fahr zurück. Wer ist denn das hier? Wer schießt denn hier die ganze Zeit? Fregatte? Moment. Ist wieder alles ein bisschen unübersichtlich hier, merke ich gerade. Ich will das aufsammeln hier. Rum! Wir haben rum! Ist das andere Schiff auch kaputt? Ja. Das holen wir uns mal auch. Also ich muss sagen, manchmal ist das ein bisschen unpräzise. Wenn man auf die Sachen klickt, dann macht das Schiff das manchmal nicht, was es soll. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Nimm es doch. Da, dann nimmt es das wieder nicht. Jetzt macht's das. Segel, okay. Dann fahren wir hier mal wieder nach oben. Und das Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Genau. Das ist der Pfeffersack. Genau, den Pfeffersack beladen wir dann mit nützlichen Items für die Expedition hier. Und dann starten wir die Expedition mit dem Vertrag. Und was war das jetzt hier? Ein Schiff wird angegriffen, genau. Sekt brauchen wir, genau. Wir brauchen Sekt für die Expedition, damit wir mit dieser Redefähigkeit klarkommen. Sekt haben wir ja noch 40 Einheiten. Also Sekt ist nicht das Problem. Müssen wir jetzt nur dafür sorgen, dass wir das an Bord kriegen. Und dann können wir das Schiff auch schon losschicken. Wir haben hier ein ganz schönes Lagerproblem. Warte mal, ich mache mal hier nochmal ein Lager-Upgrade. Dann können wir hier wieder ein bisschen mehr reinlagern lassen. Dann geht es hier wieder ein bisschen weiter. Erfolg zur See ist schwer zu erlangen. Aha. Ein großer Moment für uns alle. Die Expedition ist zurückgekehrt. Oh, was haben wir denn bekommen? Nach wochenlangen Irrungen und Wirrungen kehrt ihre Expedition unversehrt zurück. Sie haben sich eine Belohnung für ihren Altruismus verdient. 18 Pelze und eine Fremdenführerin. Beeinflusst Besucherhäfen. Oh, das ist gut. Wir haben gerade einen Besucherhafen gebaut. Da können wir die gleich einsetzen. Aber Hafenmeisterei, warte mal. Das ist jetzt aber nicht... Moment. Hafenmeisterei? Wo ist denn die Hafenmeisterei? Hier, Hafenmeisterei. Dann bauen wir mal hier eine Hafenmeisterei. Freier Hafenbereich. Ah, okay. Ja, dann bauen wir die hier daneben, oder? Und setzen da mal die Frau rein. Ein unexpected direct X error occurred. Ja, kleiner Absturz. Ausgerechnet in dem Moment, wenn man die Belohnung von der Expedition ins Kontor oder beziehungsweise in den Slot, wo er auch genutzt werden kann, einfügen wollte. Heißt einfach nur speichern, speichern, speichern. Ist ausgebrochen. Ich rüste jetzt hier noch das Lager auf. Das hatten wir beim letzten Mal noch gemacht. So. Am besten immer da, wo sich's staut. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Okay, das Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Sauber, dann lassen wir das doch gleich mal in den Hafen einlaufen hier. Und dann können wir nämlich die nächste Expedition wieder starten. Wen nehmen wir denn da jetzt dann mit? Schadensverlangsamung.
Ach ja, warte mal, hier mechanischer Webstuhl. Flammen wurden gelöscht. Beeinflusst alle Tuchschneidereien. Die Luke vom Lager geht nicht mal mehr zu. Wir haben hier doch noch Tuchschneidereien, oder? Nee, Webereien. Tuchschneidereien. Was sind denn Tuchschneidereien? Hier wird eine Fregatte, glaube ich, gerade angegriffen, oder? Ah ja. Da haben sie sich wohl übernommen. Warte mal, warte mal, warte mal. Ihr könnt das gleich mal aufsammeln hier. Sie sind in Ordnung. Was ist denn das? Oh! Trey von Garst. Händler ohne Skrupel. Schaden an Gebäuden plus 50%. Handelspreise minus 15%. Okay. Ja, lassen wir den einfach mal da drin, würde ich sagen. Aber warte mal, hatten wir jetzt... Jetzt habe ich einen Escort-Auftrag unterbrochen, ne? Genau, das hat nämlich hier dieses Schiff eskortiert hier. So, die Fregatte Pfeffersack ist jetzt angekommen. Genau, dann ziehen wir hier noch... Was hatten wir gesagt? Wir brauchen hier Schnaps. Nee, Champagner, genau. Für die Redegewandtheit. Dann machen wir mal den Vertrag und da weisen wir das Schiff Pfeffersack hinzu. Genau, Kampfkraft. Wir sollten unbedingt eine gute Besatzung dabei haben, wenn an den Berichten über vorstehende Expedition etwas dran ist. Ja, haben wir ja an sich eigentlich. Aber vielleicht sollte ich zur Versorgung lieber Würste mitnehmen und nicht Fisch. Aber es geht leider nicht. Wir brauchen mehr Brot auch. Guckt mal, das Brot geht runter. Okay, ich beginne die Expedition jetzt einfach so, wie es ist. Genau so, wie es ist. Genau. Haben wir. Und jetzt machen wir hier mal noch ein bisschen... lagern wir gerade Weizen ein eigentlich? Ja, Weizen wird eingelagert. Okay, dann machen wir noch eine Mühle. Arbeiter. Brot. Mühle. Und hierhin würde ich sagen. Und dann noch eine Bäckerei. Ein bisschen näher ran. Ich noch mal drehen. Genau so. Jetzt haben wir hier nicht genug Brot. Brauchen Brot. Ach komm, was soll's. Wir bauen auch noch eine Kornproduktion hier. Da haben wir doch eh hier ein Bonus-Item drin. Dass wir hier mehr Weizen produzieren. Dann können wir das auch nutzen. Dann können wir das doch auch nutzen, meine lieben Freunde. Irgendwer wird hier schon wieder angegriffen. Haha, macht sie platt, genau. Zerstört sie. Deckt sie ein mit blauen Bohnen. Die erhöhte Angriffsreichweite von 10% durch das Teleskop macht sich halt schon auch bemerkbar, ne? Ist gar nicht schlecht. Gleich sind sie platt. Jawohl. Und, haben sie was dabei? Nee, haben sie nicht. Aber wenn die Fregatten im Escort-Modus sind, wollen sie es echt wissen, kann das sein? Also die verfolgen dann den Gegner wirklich bis zum bitteren Ende hier. Ist auch lustig. Ah ja, Rettungseinsatz, braucht wieder einen Auftrag. Genau, das war das mit dem Geisterschiff. Das haben wir übersprungen. Was? Erschreckenderweise schickt sich das Schiff an, sie zu verfolgen. Wer weiß, welch grausige Hände seine Geschicke lenken. Was? Beidrehen und stellen? Erfolgschance 70%? Ja, machen wir das, ne? Piraten! Aber Heimtücke vermag nichts gegen die Macht eines modernen Schiffs. Ohne viel Federlesen zusammengeschossen, klammern sich einige wenige an das Wrack. Sie flehen, sich ihnen anschließen zu dürfen. Unbezahlt. So sieht das Los der Piraterie dieser Tage aus. Die Mannschaft spottet, doch insgeheim ist sie froh, kostenlos so viel seemännische Erfahrung gewonnen zu haben. Okay. Wir haben nichts zu befürchten. Sauber, okay, dann weiter. Das war jetzt die andere, der Rettungseinsatz hier. Sehr gut. Das lief besser als beim letzten Mal. Da hatten wir nämlich 10% direkt verloren. Hier haben wir jetzt nur 3% verloren. Schiff unter Beschuss. Ah, schon wieder. Ja, hallo, dann schießt halt auch. Meine Güte.
Dann macht sie halt auch platt. Komm, schieß. Los. Oder auch nicht. Warte mal, wenn sie so fahren, sind sie doch schneller, oder? Nee, sind sie nicht. Okay. Egal. Diese verdammten Piraten. An die Segel und Brassen. Immer diese Piraten. Treibgut. Oh, Gold. Wir haben Gold gefunden. Welches Schiff hat jetzt keine Eskorte mehr? Welches ist das jetzt? Irgendein Schoner hat keine Eskorte. Das müsste der sein, der hier hinten hingefahren ist. Genau, der hier. Fregatte beginnt Geleitschutz. Die Waffenruhe wurde beendet. Genau, so. Die Expedition hier ist noch auf dem Weg. Der startet dann gleich. Kann ungünstig sein, wenn der Pirat in die Piratenbucht zurückkehrt. Ja, wenn die den verfolgen, ne? Stimmt schon, aber hier gibt es irgendwie keine Piratenbucht, oder? Ich sehe hier keine zumindest. Wenn, dann ist sie hier unten irgendwo. Aber ich sehe schon... Die anderen haben ja auch was gegen Piraten. Wir sind ja nicht die einzigen. Schon irgendwie witzig. Ja gut, da haben wir Gold jetzt. Auch riesige Geldbeutel. Ziehen wir das mal rüber. Neue Befehle? Nicht schlecht. Auf die alte Dame ist Verlass. Wo ist jetzt die andere Fregatte? Hier. Das Gold müsste ich mal bei nächster Gelegenheit irgendwie mal in den Hafen packen, die Goldbarren. Sonst macht das ja auch die Slots von den Schiffen immer so unnötig voll. Dann kann man immer nichts anderes dann reinpacken. Ein großer Moment für uns alle. Naja. Ich wusste, dass diese Crew sie nicht hängen lässt. Okay, wir haben die Expedition wieder abgeschossen. Was haben wir bekommen? Phonographen. 26 und ein Bodenbuddler. In der Handelskammer wird er ausgerüstet. Beeinflusst Zuckerrohrplantage, Tabakplantage und Maisplantage. 15% Produktion. Wie wir uns nach dem Meer gesehen. Da war aber die Frau, die wir vorher hatten, vor dem Absturz irgendwie interessanter mit dem Bonus für die... Für den Besucher-Kai irgendwie. Naja. Was soll's. Pass auf, dann schicken wir den jetzt einfach mit dem Schoner. Schicken wir den jetzt einfach rüber. Weil den brauchen wir ja hier gar nicht. Ah, warte. Zu weit weg. Scheiße. Dann schicken wir den jetzt mit dem Schoner einfach in die neue Welt. So. Ist zwar riskant mit dem Schoner, glaube ich, aber naja. Vergiss nicht zu speichern. Ja, aber das stimmt wohl. Das stimmt wohl. Das ist richtig. Speichern. Guter Hinweis. Gespeichert. Ja, schön. Das Spiel hat sich dasselbe gedacht. Ja, schade. Ich hätte die Frau gerne wieder gehabt. Aber es wird halt, wie gesagt, dann immer jedes Mal neu ausgewürfelt, wenn man abgestürzt ist und wieder neu lädt. Ne? Das ist dann blöd. Kriegt man wieder was anderes. Die Wahrscheinlichkeit, dass man dasselbe bekommt, dürfte relativ gering sein. Ein letzter Blick. Ja, werfen wir mal einen Blick auf die Zeitung. Überaus schmackhaften Apfel überreichen. Weiß wie Schnee, rot wie Blut. Lektorieren wir hier mal noch ein bisschen. Wenn sie das für angebracht halten muss, werde ich es anordnen. So habe ich es noch nie betrachtet. Aha. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Wer kann es schon sagen? Was können wir hier eigentlich noch aufziehen? Romantische Plaza. Was ist denn das? Romantische Plaza. Moment mal. Immer noch derselbe alte Bockmist. Zeitungsstand. Oh, guck mal. Erledigt. Und jetzt sollten sie alle Redelsführer vors Standgericht. Ornamente steigern in geringem Maße die Attraktivität ihrer Stadt.
Machen wir das doch mal. Piazza-Bänke. Breiter Eingang. Ja, sieht doch gut aus, oder? Sieht gleich ganz anders aus. Aber wo ich das auch wieder baue, ne? Mitten im Slum baue ich hier die Verzierung für die Allee auf. Auch geil. Aber es ist die einzige Allee, wo wir das so ziemlich durchziehen können. Was haben wir denn hier? Oh. Pavillon. Hui, wir haben voll tolle Sachen, die ich noch gar nicht gesehen habe. Zeitungsstand. Springbrunnen. Krass. Genau, lasst uns das mal dahin bauen. Garten. Schaden kann es, glaube ich, nicht, solche Gebäude zu haben. Das ist aber auch nur bei den Handwerkern, ne? Genau. Haben wir eigentlich schon die Möglichkeit, die Handwerker mal aufsteigen zu lassen? Luxus. Fehlende Einwohner 4. Mein großzügiges Angebot. Oh nee, ich will deine Nicht-Angriffspakte will ich nicht mit dir. Wir brauchen noch Pelzmäntel und eine Universität. Können wir eine Universität schon bauen? Wo ist denn die Uni? Wir brauchen noch mehr Handwerker. Als mir einmal. Lasst uns mal noch ein paar Leute in die höheren Stufen entführen hier. Dann können wir noch mal ein bisschen mehr machen. Genau. Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Oh mein Gott! Unter ihrer Konkurrenz ist ein Krieg ausgebrochen. Passt es jetzt? Die Menschen lassen sie hochleben. Jawohl, das wollen wir doch so haben. Nicht schlecht. Und? Okay, das Hospital und die Pelzmäntelei haben wir jetzt freigeschaltet. Unterhaltskosten 100. Das ist Hospital. Oh, das sollten wir jetzt dann auch bauen, ne? Bauen wir es mal hier hin. Genau. Ah, guck mal, das Besucherpier, das wird jetzt auch benutzt. Dicke Besucher kommen. Kann ich da auch drauflaufen? Ich will das mal aus der Ego sehen. Das Theater, das haben wir auch noch nicht gesehen. Hä, schöne hohe Zylinder. Ist irgendwie St. Patrick's Day? Die sind alle grün gekleidet. Das ist Krankenhaus. Scheint auch schon benutzt zu werden. Und hier haben wir den Besucherpier. Oh, da fotografiert einer. Guckt mal. Jetzt will ich auch mal wieder ein bisschen gucken. Welcome. Spielstand gespeichert. Wie sie alle da durchgehen. Kann ich hier rein? Ich kann auf den Besucherpier laufen. Ein bisschen, manchmal bleibt mal ein paar Sachen hängen. Hier kann ich durchs Dach durchgucken. Kann ich hier an die Seiten gehen? Ja, kann ich. Wieder einer jubelt, herrlich. Welcome. Spannen Sie die Hosenträger und katapultieren Sie sich ins Unbekannte. Was? Archibald Blake bietet Ihnen eine Zerstörungsaufgabe an. Immunitätsbrief kriegen wir da als Belohnung. Verwendbar für Schiffe, wenn aktiv Friedensmodus. Verhindert, dass Schiffe angegriffen werden können oder selbst angreifen. Ach, das machen wir jetzt nicht. Nicht doch. Verschwenden Sie nicht anderer Leuts Zeit. Das machen wir jetzt nicht. Ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt. Wichtiger ist das hier. Verfolgung der Pyrophoria. Die Pyrophoria entkommen mit dem Vertrag. Im Schutz des Pulverdampfes der Schlacht setzt sich ein kleines Schiff aus dem Scharmützel ab.
Der ganze Angriff muss ein Ablenkungsmanöver gewesen sein, um die Übernahme der Papiere und die anschließende Flucht zu ermöglichen. Sie und Hannah werden die Wahrheit nie erfahren, wenn sie nicht zurückholen. Das Schiff hat einen ordentlichen Vorsprung, aber im Falle einer Verfolgung könnten sie es vielleicht einholen. Da nur wenige Häfen in der Nähe als Zuflucht in Frage kommen, können sie aber auch versuchen, ihr mutmaßliches Ziel zu bestimmen. Machen wir mal Navigation. Da, wir haben sie, strahlt ihr Navigator. Sehen Sie? Hier, der Finger zeichnet eine Route hinter die Insel Ventura nach. Bemerkenswert, wie wenige Möglichkeiten sie haben. Montoya ist der einzige Hafen im Umkreis von über 100 Seemeilen, den sie gefahrlos anlaufen können. Und tatsächlich fangen sie eines der winzigen Schiffe vor Montoyas glitzernder Bucht ab. Es mag ihrem eigenen Schiff nicht gewachsen sein, aber wenn sie es versenken, wird der kostbare Vertrag wahrscheinlich Opfer der Wellen. Was haben wir denn hier? Versuchen, das Schiff bewegungsunfähig zu machen. Ja, fast 50% Erfolg auf jeden. Ins Schwarze, perfekt. Wochenlang nur Zwieback zu fressen. Wenngleich ein schmales Ziel, bricht der Mast durch und begräbt einen Großteil der Mannschaft unter einem Gewirr aus Segeln und Takelage und das Schiff liegt tot im Wasser. Nachdem sie das Schiff übernommen haben, findet ihre Mannschaft eine raffiniert aussehende Maschine, aber keine Spur des Prosperity-Vertrags. Sie gehen davon aus, dass er bereits in Montoya den Besitzer gewechselt haben muss und laufen umgehend den Hafen an. Was haben wir hier jetzt bekommen? Flammensprüher. Schaden pro Schuss minus 40%. Angriffsgeschwindigkeit. Die Flammen wurden gelöscht. Ah, das kann ich jetzt nicht mitnehmen. Gefechtskunde 4, Gefechtskunde 10. Ach, schade. Gefechtskunde 15. Ah, ich hasse sowas. Gefechtskunde 30, boah. Warte, dann lassen wir die Gefechtskunde mit den Stahlgranaten, lassen wir einfach zurück. Und nehmen das mit stattdessen. Würde ich sagen. Das ist jetzt nicht so wichtig hier mit Gefechtskunde 4, da ist das schon wichtiger, glaube ich. Nice. Weiter geht's. Oh Gott, was ist denn hier los wieder? Lauter Feuer. Wie sie sich hier drängen in die Schiffe. Gottes Willen. So, meine lieben Freunde. Wir haben jetzt das andere Schiff, den Schoner. Den haben wir jetzt in der neuen Welt. Genau, der ist jetzt angekommen. Können wir nämlich den Typen hier gleich mal reinziehen. Und dann bauen wir hier jetzt einfach mal eine Handelskammer auf. Denn der kann nämlich hier unsere Plantagen ein bisschen boosten. Zuckerrohr und Maisplantagen müssen geboostet werden. Wollen wir eher den Mais boosten oder eher den Zuckerrohr? Beides wird nicht gehen. Da hat die Handelskammer keine Reichweite, glaube ich, dafür. Oder? Naja, das klappt nicht. Man könnte hier natürlich noch eine Zuckerrohrplantage dazu bauen. Das würde gehen. Aber das sind ja hier nur kleine Optimierungen an der Stelle. Wir dürfen natürlich in der Kampagne das große Ziel, nämlich die Story durchzuspielen, nicht aus den Augen verlieren. Aber die Expedition mit dem Vertrag läuft ja eh nebenbei durch. Ich würde sagen, an der Stelle ist diese Folge zu Ende. Wenn ihr Bock drauf bekommen habt, Anno 1800 selber zu spielen, könnt ihr es euch im Epic Store kaufen und dabei auch gerne meinen Creator-Tag Spielbär mit AE benutzen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt damit meinen Kanal direkt und es wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Und ich bedanke mich auch bei allen, die das schon getan haben. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die an dieser Stelle verlinkt sind. Oder abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge Anno 1800. Bis dann, ciao, ciao!